bis ruhig purzelt. Wenn ich in meine Stammbeiz gehe, dann bleiben alle Kellner stehen und es tönt ganz laut von jedem Tisch. Nein, schau auch, wie der herzig ist. Man meint nicht mich, ich kenne den Grund. Es ist mein saudi-arabischer Schlittenhund. Ein Bernhardiner wär mir zu gross. Der hat keinen Platz mehr auf meinem Schoss. Ein Pekinese kann ich nicht haben, weil ich doch nicht Chinesisch kann. Ich habe den Mittelweg gewählt und habe einen saudi-arabischen Schlittenhund. Es ist zwar bloß ein Hündli mit knappen 13 Pfündli und doch, ich gebe den für kein Geld. Er ist ein Teil von meiner Welt. Man muss das eben selber sehen. Was so ein Tierli einem kann geben, er ist, ich sage es gerade, mein bester Kamerad. Der Purzel ist ein guter Freund, auch wenn sein Stammbaum nicht ganz stimmt. An die Hundeschau müssen wir nicht gehen. Wir wollen uns nicht einmal reinlassen. Doch die Hauptsache ist doch, er ist gesund. Mein saudi-arabischer Schlittenhund. Ich kann ihm sagen, wann ich will. Er hört zu und ist ganz still. Und Folge gelernt, das hat er auch. Im Gegensatz zu meiner Frau. Und manchmal tut er wie ein Snob. My Saudi Arabic Bobsleigh Dog. Es ist zwar bloß ein Hündli mit knappen 13 Pfündli und doch, ich gebe den für kein Geld. Er ist ein Teil von meiner Welt. Man muss das eben selber sehen. Was so ein Tierli einem kann geben, er ist, ich sage es gerade, mein schönste, mein gescheitste, mein treuste, mein liebste, mein beste Kamerad.